von der Marbella Promenade gut zu sehen. Man überquert zwei Straßen, geht durch den Park und ist sofort da. So, wir treten ein ins Lugaris. Alles da, was man braucht. Vom Herd, Spülmaschine bis zur Gefrierabteilung. Da ist die Couch, sprich das dritte Bett. Durchgang ist möglich, aber auch zu schließen. Also ein Riesenbett nochmal für zwei. Über die Schrankräume brauchen wir gar nicht sprechen. Ausblick in den Hof ist natürlich. Mehr Blick ist nicht. Safe ist da. Das Bad. Alles okay. Badewanne. Und Waschmaschine. Integrierter Trockner. Nichts zu meckern. Unser Apartment war ausgestattet mit allem, was man braucht und möglicherweise ein bisschen mehr. Bei Ankunft hat man sogar einen kleinen Vorrat an Zucker, Salz, Öl, Essig, Tee, Kaffee, was angenehm für Leute ist, die nicht mehr einkaufen können. Es war eine Bügelstation da, es waren zusätzliche Decken und Kissen vorhanden und wir fühlten uns sehr gut aufgehoben, weil jede Kleinigkeit, bei der zu helfen war, wurde sofort erledigt. Marco war die Serviceorientierung in Persona, was nicht heißt, dass seine Kollegen anders waren. Wir können sogar bestätigen, dass Leute, die über die Stränge geschlagen sind, des Hauses verwiesen wurden. Gutes Gefühl. Schön ist auch, man kann hier die Tür auf einmal wieder zumachen und hat dann Ruhe. Also, brauchen 200 Euro. Schlüssel verloren, jeder Schlüssel 30 Euro. Party on Noise von 21 Uhr an 200 Euro. Rauswurf ohne Refund. Ja, alles klar. 30 Euro die Stunde. Hier noch einige Eindrücke von der näheren Umgebung, der Weg zum Strand. Man geht vorbei an einem Sportcenter und hat wirklich alle Möglichkeiten. Der Strand ist weitläufig und schön. Verhungern und verdursten wird man sowieso nicht. Weder in Poblenou noch am Strand. Poblenou mit seiner Rambla und den Nebensträßchen bietet eine sehr, sehr große Vielfalt. Und die Stadtmitte erreicht man mit dem Bus, mit der Metro oder mit dem Fahrrad innerhalb von wenigen Minuten.